Jo, herzlich willkommen zurück. Und jetzt geht's um die Wurst, nämlich um Moby Dick in dieser Folge. Und ja, schauen wir mal. Das gibt hier fünf Runden auf irgendeiner, ja, Monte Carlo 2. Nicht irgendeiner, sondern Monte Carlo 2. Drei, zwei, eins, los! Richtig krankes Teil hier. Ich würde schwer hoffen, dass ich das hinkriege gleich beim ersten Mal, weil ich habe keine Wiederholungsversuche. Dann muss ich den später vielleicht kaufen im Spiel. Ah, läuft, läuft. Einen hier noch und dann bin ich Erster. Zweihundertachtzig Klamotten, ey. Alter Schwede. Ja, macht man. Machst du nicht lange. Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem zweiten Platz. Und ab dafür. Das nenne ich mal einen richtig kranken Sportwagen hier. 290. 300 bald, ja. Wow. Das ist deine zweite Runde. Erster Platz. Gucken, ob ich den nochmal so weit treten kann hier. Vielleicht sogar noch besser. Und 300 wäre echt nett. Da sagen wir nicht nein. Ich konnte es nicht sehen, weil ich mich konzentriert habe, aber ich bin das mal ein bisschen anders gefahren und konnte länger auf Vollgas drücken. Dritte Runde, du bist auf dem ersten Platz. Läuft ja ganz nett hier. Ich kann ihn mir nicht beschweren. Ah, wobei, das ist jetzt scheiße. Ah, das hätte nicht sein gemusst. Aber was soll's. Vierte Runde, erster Platz. Das ist die letzte Runde. Oh, habe ich denn ja gleich. Das ist cool, gehört er mir.
Damn it. Ach komm schon. Muss mir in der letzten Runde natürlich nochmal passieren, sowas. Shit. Ja, und kurz vorm Ziel, genau. Aber es ist meiner. Mann, oh Mann, oh Mann. Sowas. Goldene Ära, jawohl, ja. Na, lass mal sehen hier, das kann man sich durchaus mal angucken. Bis auf den Riesenschnitzer kurz vor Schluss ist das echt gut gelaufen. Die bauen da jede Menge Mist. Und ich ziehe halt außen irgendwie dran vorbei, ne? Ja. Da bin ich schon so grässlich lang geschlittert.
Ja, da habe ich dann die große Arschkarte gezogen, kurz vor Schluss, ne? Aber ich konnte es halt retten, ne? Crack. Und dann hängt er da drin in der Mauer. Oder im Zaun, wie auch immer. Jo. Klasse 3 und so weiter und so fort. Machen wir uns erstmal die Reparaturen hier. Ich glaube, Moby Dick muss ich auch. Ne, den bekomme ich heile geschenkt, ja, obwohl ich den so zermadert habe. Cool, da ist der Boxer. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Nur Klasse 3, ja. Achso, ein Boxer kommt später, okay. Tja. Das heißt, ich muss entweder Boxer, Carrera 4, 944 S2 Cabriolet, okay. Wäre ja auch nicht uninteressant. Sagen denn die Gebrauchtwagen so? Konvertibel D, den hätte ich dann ganz gerne. Noch unter anderem 944 S Coupé. Ja, mit dem 944 Turbo kann ich dann hier auch gar nichts mehr machen, ne? Beziehungsweise kriegt er noch gar nicht mehr. Tja. Ist halt die Frage, soll ich mit dem Boxer antreten? Kann ich mit dem Boxer antreten? Das müsste man mal gucken. Semi-Sportfederung. Kann man hier nicht sogar noch was mehr machen? Keine verfügbaren Teile für einen Boxer. Das ist unschön. Weil jetzt haben wir früher oder später wieder diese Geldgeschichte, ne? Gut. Dann muss ich wohl tatsächlich hier mal ein bisschen was verkaufen. Den werde ich definitiv nicht mehr brauchen, soweit ich das sehe. Klassische Clubrennen. Ne, 356er, da sind wir drüber hinweg. Dann verschachern wir den Kasten hier mal. Kommt 79.000. Ja, dann sieht das doch gleich ganz anders aus. Ja, hier möchte ich die Klasse gerne noch beibehalten, weil ich nicht weiß, was da kommt oder nicht kommt. Ja. Und dann. Wo ist mein Box da jetzt wieder hin? Der ist auf einmal wieder raus aus der Liste, ne? Ganz merkwürdige Sachen hier. Ich ihm da irgendwie noch nicht weit genug bin, anscheinend. Ich kann den dort wahrscheinlich dann noch nicht fahren, gehe ich mal von aus. Ja. Gut. Carrera 4, ne? Das wär's dann jetzt. Weil 944 ist ja hier die Flopkiste, den müssen wir uns nicht mal antun. Ich kaufe den jetzt einfach schon mal. Und sonst geht ja hier nichts. Und ja. Zack, da ist er. Und ja, ich tune den mal noch.
dann gehen wir hier langsam auf das Ende dieser Folge zu. Supercharger 4. Leistungsauspuffsystem. Hochleistungskraftstoff-Einspritzer, super leichte Schwungscheibe, High-Butterfly-Ansaugsystem, großes Drosselklappengehäuse, Ersatz-ECU, immer rein mit dem ganzen Schmarrn. Gibt ganz schön in die Kohle bei dem Wagen, krass. Das ist hart. Na gut, ich kann ja schon mal die ganzen Serienteile verkaufen. Das Getriebe für den 944er nehme ich jetzt auch mit, weil wir den nicht mehr brauchen. So, was haben wir sonst noch hier? Rennbremsen. Schnellschaltgetriebe konnte man parallel einbauen zu den Getrieben. Ich bevorzuge natürlich, dass er ordentlich zieht. So, Whale Tail. Weiß gar nicht. Carbon. Können wir uns das erste Mal anschaffen. Und extra harte Domstrebe gibt es. Okay. Ja, Whale Tail kann ich mir tatsächlich drauf bauen. Die Felge könnte man noch ändern. Machen wir das doch noch. Felge 2 und Whale Tail. Ich glaube, dadurch kriegt er eine ziemlich perverse Pommes-Theke gleich hinten drauf. Ach, bin mir wieder verklickt. Ich muss auf Tooling gehen, ne? So. Ja, da kriegt er diese ziemlich dicke Pommes-Dicke hinten drauf, die dieser vor Moby Dick da auch schon hatte, dieser 3 Liter da. Sieht auch ganz in Ordnung aus, finde ich. Sieht cool aus. Kann man so lassen. Für den besseren Anpressdruck. Ja, genau. Ist jetzt ein Pommes-Dicke dann auf dem. Ja, auch gut. Jetzt kostet das Ganze langsam alles Gebühr und so. Jetzt werde ich mal schauen, dass wir irgendwie nochmal Geld verdienen. Da mache ich wohl besser mit den klassischen Clubrennen zum Beispiel nochmal weiter dann. Aber das dann in den nächsten Folgen. Bis dann.